Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Neue Karte, neues Spielsystem, altbekannte Maschinen. Und zwar sind wir hier auf der Deutschlandkarte. Die ist vergangenen Samstag vom Edo erschienen. Und ja, hier als Nachfolger für die Landersum ist es jetzt eingeplant. Die Maschinen von der Landersum wurden übernommen. Traditionell präsentiere ich erstmal, was wir haben, beziehungsweise was wir haben, wissen wahrscheinlich auch alle die Landersum verfolgt haben. Aber ich präsentiere mal, wie und wo sind die Maschinenteils untergebracht. Ja, wir sind hier am sogenannten Mainzer Hof. Das ist auf der Standardkarte der Standardhof, diesmal, also der Starthof. Hof, dass eventuell manche Gebäude hier funktionieren, vielleicht. In erster Linie die Kuhstelle wahrscheinlich auf dem, jetzt. Ja, jetzt überlegen, wie hieß der Hof nochmal? Egal. Gucke ich nachher nach. Wenn ich das jetzt präsentiere, dann sieht man auch, was wir haben. Ja. Im Endeffekt wird das Ganze hier auf zwei Höfe gespielt: einmal der Mainzer Hof. Der dient hauptsächlich so ein bisschen zum Abstellen einzelner Maschinen, beziehungsweise, ja, doch eigentlich nur zum Abstellen der Maschinen. In erster Linie von denen, die wir wirklich nur sehr saisonal benötigen. Also eine Einzelkornsaatmaschine brauchst du April, Mai, vielleicht noch der Juni. Gut, die vielleicht schon mal öfters. Irgendwo vielleicht nochmal März, April rum oder zum Jahresende. Wobei, ich denke mal, bei uns wird es eher nur zum Jahresende hin sein. Ja. Wahrscheinlich nur im März, weil Rübenaussaat fällt sehr früh im Jahr. Also ein paar Gerätschaften braucht man im Nachhinein doch ein bisschen öfter, wenn ich so drüber nachdenke. Aber ich habe an dem zweiten Hof keinen Platz. Zu dem kämen wir aber später. Ja, hier drinnen sind die ganzen Kartoffelkisten erstmal eingelagert worden. Die sind hier mit einem starken Bauern reingeschleppt worden. Also wenn wir irgendwann mal feststellen, wir kriegen die Dinger da nicht raus, dann wissen wir auf jeden Fall warum. Ja, ansonsten. Diese Halle wäre eigentlich einzeln. Die gehört allerdings auch uns. Und ja. Da drin habe ich übrigens die Glasballenpresse untergebracht. Ich hatte sonst nirgends mehr Platz. Aber zum Glück wird es irgendwann nochmal ein paar weitere Hallen geben. Wenn wir jetzt mal am Haupthof ein bisschen rumbasteln, neue Gebäude platzieren mit der Terrafarm-Mod. Da fällt mir uns ein, die Mod müsste ich noch aktualisieren. Ja, da würden wir Platz schaffen für mögliche neue Gebäude, Tierställe und allen Pipapo. Ja, ansonsten, hier sind die Erntemaschinen untergebracht, der Lexion, der Holmer, natürlich alle noch sehr dreckig. Es gab keine Zeit, die Dinger mal eben einmal sauber zu machen. Eine Sache, die mir auf der Karte irgendwie leider stört, die mir aufgefallen ist, es gibt hier ein paar Maschinen, wo die Textur ein bisschen verpixeln. Oder auch ein bisschen sehr. Also ich weiß nicht, woran das liegt, ob es irgendwie am Shader liegt oder sonst irgendwo ran. Das weiß ich nicht. Ich denke mal, am ehesten wirklich am Shader. Aber gut. Kriegt man wahrscheinlich im Laufe der Zeit noch irgendwie gefixt, hoffe ich. Irgendeine Einstellung im Spiel wird das wohl sein. Die muss man allerdings erstmal nur finden. Ja, ansonsten hier in erster Linie natürlich die Erntemaschinen. Der Xerion, der 27. Untergebracht. Hier unten sind so ein paar Drehschemel-Geschichten. Die Güllezubringer. Die Rudolfs. Ja, also auf jeden Fall so ein bisschen zum Abstellen. Hauptsächlich. Beziehungsweise auch eventuell als Materiallager, wenn es ist. Denn wir haben ja auch ein Getreidesilo, das heißt, die ganze Weizenernte, Maisernte und allen Pipapo, die könnten wir hier einlagern und wenn es ist, dann zum besagten Hof am Ende hintransportieren. Ja, hier ist die Ballenpresse untergebracht. Und ansonsten war es im Prinzip hier schon auf dem Hof. Hier ist noch der Bumper vom Fendt. Der ist hier noch ein bisschen in Vergessenheit geraten. Ich sehe mich schon kommen. 100 Folgen, wo ist das Ding? Aber gut. Dann gehen wir mal zum Haupthof. Wir sind halt dann jetzt erstmal hier in den Maschinen. Alles so ein bisschen hier schon mal hingestellt. Also der bewegt sich, glaube ich, auch hier jedes Mal um irgendwie einen Meter. Ja, ansonsten hier unten hingebracht der Feldhäcksler, weil wir den wahrscheinlich ein paar Mal öfter brauchen im Jahr. Güllefass,
Das große Samson, hier der kleine Briri, der Ballentwickler. Das Ding ist auch ein bisschen weit oben abgestellt worden, aber gut. Wenn wir einen Lehrling haben, dann schieben wir es das nächste Mal auf ihn. Ja. Merchmax, Mehrwerke, also so ein bisschen Grünlandtechnik. Und wie man hier so ein bisschen sehen kann, zumindest die Karte vielleicht selber schon angespielt haben, es ist der Hühnerzuchthof. Es ist der Hühnerzuchthof, weil wir haben hier an sich zwar nur eine Fahrzeughalle zum Maschinen unterstellen, aber vom Prinzip ja für den Beginn reicht. Gut, wir hätten hier noch ein paar Hühner theoretisch, die müssten wir eventuell noch kaufen, aber dafür brauchen wir erstmal das Futter. Erstmal das Futter holen, dass man sagen kann, okay, das lohnt sich. Ja, ein paar Gerätschaften, die sind einfach hier draußen abgestellt worden. Ja, sollte passen. Dann, was man hier so schon mal sieht, überall ist hier Weizen abgeerntet. So ein Weizenfeld, was abgeerntet ist. Das hat jetzt den Hintergrund, ich habe jetzt erstmal die Mod Start im Frühling mit reingenommen. Das war irgendwie in der Hoffnung, passend zum Jahresbeginn hier irgendwie bei rumkommen. Ja, das ist jetzt erstmal so ein einheitlicher Feldstatus für unsere Flächen. Die sind übrigens alle gepachtet. Also theoretisch müssten wir wahrscheinlich die fest kaufen, dass wir da überhaupt eine Baugenehmigung für kriegen, aber gut. Jedenfalls, das ist alles gepachtet. Ich habe alles auf diesen Status gesetzt, von wegen gepflügt und muss halt eben noch gegrubbert werden und so weiter, dass wir überhaupt was ansehen können. Ursprünglich hatte ich es als gegrubbert definiert, aber mir ist aufgefallen, ja, ich glaube, das wäre ein bisschen zu einfach, da könnten sich zu viele Leute beschweren. Also, einmal müssen wir im Grubber hier durchziehen, aber damit werden wir bestimmt nochmal fertig. Dann gehen wir einfach mal zum Überblick. Was gehört uns eigentlich? Beziehungsweise was ist eigentlich gepachtet? Und es ist eigentlich wirklich mehr oder weniger wie prophezeit in der letzten Folge auf der Landersum. Uns gehört wahrscheinlich so gefühlt die halbe Karte. So würde ich das auch, glaube ich, am besten definieren, weil hier sind auf jeden Fall einige große Felder mit dabei. In erster Linie natürlich um den Hühnerzuchthof, Fahrtstrecken und so weiter. Aber auch so ein paar einzeln verteilte Flächen. Wobei in kleinen Gruppen, also drei. Ja gut, das sind jetzt nicht die Feldnummern, sondern die Farmlandnummern, aber hier haben wir so eine kleine Gruppe um eine Wassermühle. Hier zwischendrin mal eine kleine Gruppe aus den zwei Feldern. So ein Einzelacker. Dann die Gruppe Mainzer Hof. Und natürlich die einzelne Wiese Feld 55. Beziehungsweise eigentlich 54. Die meisten Wiesen werden zwar umgebrochen. Daher würde ich auch gerne die altbewährte Regel einsetzen, so maximal 30 ist Gras, danach darf es nicht mehr umbrechen. Auf hier wird das nicht zutreffen, die beiden Flächen. Also das kündige ich schon mal an, das wird mit Gras, da kommt Gras drauf, so wie da drüben auf Feld 43. Das hat den Hintergrund, wenn ich einen Maisacker umgrabe mit der Schaufel, um da einen Stall hinzusetzen, das tut mir immer ein bisschen weh, wenn das halt Mais, Weizen, Gerste und so weiter sind. Also kommt dann Gras drauf, dann tut es mir auch nicht weh. Wenn da mal irgendwas drauf gebaut wird. Ja, ansonsten. Fruchtfolgen. Ja gut, Fruchtfolgen. Will ich auf jeden Fall so ein bisschen auch mal eben kurz erklären hier. Also Crop Rotation ist mit drin. Ist um die Feldfrüchte. Welche sind da nochmal? Roggen, Dinkel, Grünroggen. Erweitert worden. In Eigenregie. Wenn wir übrigens schon dabei sind bei den Feldfrüchten, ich habe auch teilweise den Wachstumskalender von der Landersum auch einfach mit übernommen. Hat so ein bisschen den Hintergrund, das was hier auf der Standardkarte oder hier auf der Deutschland ist. Das ist natürlich nicht schlecht, das ist nicht verkehrt. Ich weiß nicht, mir gefällt allerdings an einigen Stellen die Landersum da ein bisschen schöner oder ein bisschen besser. Zumal man sagen muss, Zuckerrüben, wenn die in die Biogasanlage kommen, die pflanzt im März, April in die Erde und dann bist du bis zum nächsten März theoretisch noch am Roden. So in etwa. Gut, hier ist das in dem Falle nur bis Dezember, aber das reicht vollkommen aus. Für den Zucker sollte es ausreichen. Wenn wir denn die passende Produktion irgendwann mal dafür haben. Kartoffelverarbeitung, alles mögliche geplant. Man kann auch rechts oben in der Ecke sehen, da ist noch einiges an Geld über. 460.000, das ist natürlich jede Menge. Man muss es aber auch so sehen, die Flächen sind gepachtet. Die Flächen sind gepachtet, da sind irgendwas mit 30 Hektar, die kosten alle natürlich noch Geld. Und ja, das Geld, man will auch nicht unbedingt einen Kredit aufnehmen, dass man überhaupt noch den Helfer einstellen kann. Wobei ich glaube mit
So wie das der Hof hier aussieht, könntest du wahrscheinlich auch genauso gut fast alles alleine machen, ohne irgendwelche Unterstützung. Sei denn, du bist gerade in der Ernte, dann ist es vielleicht wieder so eine Sache. Ja, ansonsten, erste Folge ist natürlich ein bisschen rumgeschwafel, irgendwie rumgerede, aber man muss erstmal locker anfangen. Man muss einfach erstmal ein bisschen locker anfangen, erstmal so ein bisschen was zeigen. Mal abgesehen davon, die Karte ist noch neu. Vielleicht kann man selbst mit diesen paar Meter, die man hier läuft, auch sich die ersten vielleicht sogar eine gute Meinung über die Karte bilden. Ja, und wer weiß, vielleicht spielen dann auch ein paar Leute mehr die Karte, weil man muss auf jeden Fall sagen, die ist auf jeden Fall gut gemacht. Die ist zwar gut gemacht, die Grafik ist zwar an einigen Stellen ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ich glaube, das sind irgendwelche Einstellungen bei mir persönlich, die da irgendwo verkehrt sind. Aber gut, ich hatte ja vorhin mal irgendwie was von Fruchtfolge angesprochen. Da würde ich auch mal eben kurz ein bisschen erklären. Also es wird Fruchtfolge. Die Mod ist natürlich hier perfekt, um eventuell ein bisschen mit Fruchtfolgen ein bisschen rumzuspielen. Es wird hier auf jeden Fall die verschiedensten Fruchtsorten geben, also oder Fruchtfolgen. Die einfachste und simpelste, die es gibt, ist bei uns auch sehr gängig bei den Landwirten. Mais, Grünrong, Mais, Grünrong, Mais, Grün, Ma warte, Mais, Grünrong, Mais, Grünrong, Mais, Grünrong und so weiter und so fort. Das gefühlt, warte, jetzt muss ich überlegen. Wir hatten jetzt auch, also selber besitzen meine Eltern 1,5 Hektar Land. Die sind immer verpachtet worden. Ja gut, eigentlich sind es 1,8, aber den Rest halten wir als Gemüsegarten zurück. Jedenfalls, die haben wir immer einen Landwirt verpachtet, glaube ich, schon seit 2018, also 5, 6 Jahre. Und der hat das wirklich nur gemacht. Der hat nur gemacht, im Winter Grünrong, den hat er dann untergefräst und dann übers Jahr Mais gehabt. Ist mir, glaube ich, die Fruchtfolge ist mir lieber als der Landwirt, der davor saß und Subventionen für Dinge kassiert hat, die er gar nicht gemacht hat. Das ist aber eine ganz andere Geschichte. Bei dem war es so, übers Jahr Mais, im Winter brach, übers Jahr Mais, im Winter brach. Die Geschichte war übrigens über 10 Jahre so. Also, wer jetzt einigermaßen fachkundig ist und sagt, der Acker könnte kaputt sein, dem gebe ich auf alle Fälle recht. Da gibt es nicht mehr viel zu holen. Oder der Acker ist schon so kaputt, dass es schon ganz egal ist, ob da jetzt alle Jahre Mais draufkommt oder nicht. Aber das wäre jetzt so eine ganz einfache, simple Fruchtfolge. Die wird auch auf einigen Flächen auch Anwendungen wahrscheinlich finden. Es gibt aber auch dann so ein paar etwas komplexere Dinge. Ich versuche noch mal hier so ein bisschen zu erklären oder irgendwie zu präsentieren. Jetzt müsste ich mir nur selber gerade eine so ein bisschen ausdenken. So aus dem Kopf. Also vom Grundprinzip, ich hätte was auf Lager. Ich müsste halt nur ein bisschen gucken, wie. Also wie ich das jetzt hier am besten regle. Und wie ich jetzt am besten nochmal dabei rauskomme. Also, wie war dann? Mais, danach Gerste. Danach 100 Tage Mais, weil wir können sogar bis in Juni sogar Mais pflanzen. Dann wird wahrscheinlich irgendwo gegen November rum gehäckselt. Oktober, November. Bis dahin können wir nämlich auch schon keine Gerste mehr anbauen. Oder irgendwie ein Wintergetreide. Ja, gut, oder sowas in der Art zumindest. Dann käme Mais, 100 Tage Mais. Und danach käme eine Wurzelfrucht. Oder Hackfrucht, wie man es vielleicht nennt. In dem Fall eigentlich nur Kartoffel. Kartoffel käme dann übers Jahr. Danach käme wahrscheinlich wieder irgendwie Getreide, Weizen oder Gerste. Und dann käme eventuell. Ja, gut, wenn ich jetzt überlege, das ist jetzt eigentlich jetzt nicht unbedingt die Welt. Das wiederholt sich jetzt hier mit Mais, Gerste, Kartoffel und so weiter. Ja gut, es gibt auf jeden Fall ein paar komplexere Fruchtfolgen. Die müsste ich mir eigentlich, glaube ich, wirklich nochmal genau durch den Kopf gehen lassen, was da wirklich jetzt ganz gut wäre. Vor allem, um eventuell auch eine Zuckerrübe gut einzugliedern. Aber ich würde dann auch einfach sagen, das war es mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. In der nächsten Folge soll es richtig losgehen. Dann kommt die Scheibenegge hinter, kommt eventuell die erste Saatmaschine hinter. Und dann geht es auch an sich mit der großen Feldarbeit mal endlich los. Ja, und damit sage ich an der Stelle, was ist mit der Folge? Und damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.